Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zur 10. Episode des Samuel Lift Podcasts. Und heute geht es um ein Thema, das mich, seitdem ich aufgewachsen bin, immer sehr stark beschäftigt. Also mich beschäftigen so viele Themen, das hier auch ganz, ganz besonders. Und zwar, wie ihr es oben schon lesen konntet im Titel, wer bin ich? Wer bin ich? Was macht mich eigentlich aus? Bin ich das, wie ich aussehe? Bin ich das, wie ich mich verhalte? Bin ich das, wer ich bin? Und wer bin ich eigentlich? Was macht aus, wer ich bin? Und wenn man es ganz objektiv betrachtet, dann macht mich aus, wer ich bin, was ich tue, wie ich aussehe und wie ich rüberkomme. Diese drei Dinge machen aus, wer ich bin, wer ich für dich bin, wer ich für meine Freunde bin, wer ich für alle anderen Menschen bin, die mich auf der Straße sehen. Wie ich angezogen bin, wie ich aussehe, ob ich geduscht habe, ob ich gepflegt bin, ob ich Dinge tue. Aber manchmal fühle ich mich gefangen in einer Rolle, in der ich mich manchmal gar nicht so wohl fühle. Zum Beispiel fühle ich mich gefangen in der Rolle, dass ich immer alles schaffen muss. Ich rede hier ganz offen einfach und ich habe so ein bisschen eine Identitätsstörung manchmal und das Problem, dass ich nicht weiß, wer ich aktuell bin. Ich möchte so vieles sein, aber fühle mich dann selber gefangen, weil ich ja nach außen hin immer die eine Person bin, die alle Dinge irgendwie schaffen muss. Und wenn nicht, dann fühle ich mich selber, auch wenn es nach außen gar nicht so rüberkommt, ich fühle mich selber dann sehr, sehr schlecht. Ich fühle mich dann nicht, als ob ich bin, wer ich sein möchte, wenn ich dann so gefangen bin in einem von mir selbst entwickelten Bild, was ich von mir selber geschaffen habe. Dieses Bild, dass ich Samuel Lift, Samuel alles schaffe, mir so viel Mühe gebe, immer alles umsetze, was ich versuche zu machen, immer alles meister, mein Leben läuft, dass ich vorankomme. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Ich fühle mich auch gefangen. Ich hab diese Woche sehr oft geweint. Und ich kann es so offen sagen, ich habe vielleicht so einen Nervenzusammenbruch gehabt, mehrmals diese Woche. Und mir ging es sehr, sehr schlecht. Mir ging es psychisch sehr schlecht und körperlich auch. Ich habe in den letzten 2 Monaten war ich so wenig beim Sport wie lange nicht mehr. Ich habe dieses Jahr vielleicht so viel beim Sport, wie ich 2017 in 2 Monaten beim Sport war. Also wirklich nicht viel. Und ich habe mich vorher immer damit identifiziert, weil ich vorher stark übergewichtig war. Ich war extrem fett früher, extrem fettleibig. Und habe mich dann immer darüber identifiziert, dass ich gut aussehe, dass ich Sport mache, dass ich fit bin. Und jetzt muss ich mich mit anderen Dingen identifizieren, weil mir der Sport irgendwie nicht mehr das gibt, was es mir früher gegeben hat. Nicht mal dieses eine Feuer, dieses Teil, was mich zu meinem Selbst bringt. Und irgendwie bin ich jetzt, ich weiß nicht, depressiv, wenn ich zum Sport gehe. Vielleicht sogar schon. Ich habe keinen Spaß, ich möchte dann einfach wieder raus. Mich macht es unglücklich, da zu sein. Was mir allerdings Spaß macht, ist so Freizeitsport wie Basketball spielen oder Fußball spielen. Ganz banale Dinge. Aber für mich allein im Sportstudio zu sein, habe ich zumindest aktuell das Gefühl, dass mich das zumindest nicht so oft. Ich war früher 7-mal die Woche alleine. Ich war 2018 wirklich über Monate hinweg alleine 7-mal die Woche beim Sport. Hab gekämpft. Aber irgendwie ist diese Flamme, die mich am Kampf gehalten hat, am Weitermachen gehalten hat, am Leben gehalten hat, diese Flamme ist irgendwann immer kleiner geworden und hat immer weniger Gas gegeben. Und ich kann mich jetzt damit nicht mehr identifizieren, weil ich das nicht eben 100% leben kann. 100% dieses 7 Tage die Woche zum Sport gehen und Vollgas geben. 100% geradeaus, durch, ohne Pause. Es gibt kein Entkommen. Du bist Samuel, du musst durchziehen, du musst das machen. Aber nein. Ich möchte manchmal auch einfach nur im Bett liegen. Ich möchte manchmal mit meinen Freunden was machen. Manchmal möchte ich essen, was ich möchte. Manchmal möchte ich machen, was ich möchte. Ich möchte einfach wieder Kind sein irgendwie. Ich habe dieses Gefühl, wie es ist, einfach nichts im Kopf zu haben. Habe ich seitdem ich denken kann. Nicht mehr, ich weiß nicht, mit 10 Jahren oder so. Ich habe schon so viele Geschichten erzählt, dass ich schon extrem früh angefangen habe, mich selbst zu reflektieren, selbst an mir zu arbeiten. Extrem früh. Mit 10 Jahren habe ich angefangen, zum ersten Mal Gewicht abzunehmen. Ich habe so früh damit angefangen, an mir selber zu arbeiten, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das ist, weil man einfach nur lebt, ohne sich Gedanken zu machen, was man gleich machen muss oder morgen machen muss oder in 2 Stunden oder in 10 Minuten.
Und das wünsche ich mir einfach für mich selber. Und ich wünsche es auch für euch, dass ihr, wenn ihr auch an einem vielleicht ähnlichen Punkt seid, wenn ihr dieses Video schaut, vielleicht an einem ähnlichen Punkt seid in eurem Leben, an dem ihr vielleicht auch mal vielleicht wieder Kind sein könnt. Auch wenn ihr euch, ich zum Beispiel, ich habe mir immer gesagt, ich darf nicht. Es ist verboten. Du darfst nicht chillen. Du darfst dich nicht ausruhen. Du musst mehr machen. Und was ist daraus resultiert? Seitdem ich einmal krank geworden bin, das hatte, als ich 16 war, hat das super funktioniert. Als ich 16 war, ging es extrem stark bergauf für mich. Super. Mein Leben lief super. Ich habe alles erreicht, was ich da mir in den Kopf gesetzt habe. Natürlich gab es auch Rückschläge, aber keinesfalls so wie jetzt. Und dann wurde ich mit Beginn meiner dritten Ausbildung nach 3 Monaten extrem krank. Und seitdem ist das Leben irgendwie nicht mehr so leicht wie früher. Und ich wünsche mir das immer zurück, diese Leichtigkeit. Und wer bin ich jetzt? Ist die Frage, die ich mir seit die ganze Woche über gestellt habe. Die ganze Woche, jeden Tag. Wer bin ich? Was soll ich tun? Was darf ich tun? Was darf ich nicht tun? Warum darf ich nicht das tun? Warum muss ich das tun? Warum eigentlich? Warum das Ganze hier eigentlich? Um mir selber zu zeigen, wer ich bin. Nur um mir selber zu zeigen und zu beweisen, wer ich bin. Aber eventuell, wenn wir mal ganz objektiv das Ganze hier betrachten, ich bin 18 Jahre alt und eventuell kann ich noch gar nicht sagen, wer ich eigentlich bin oder was ich tun möchte in meinem Leben, ob ich vielleicht einen ganz normalen Job machen werde nach der Ausbildung oder ob ich an meiner Selbstständigkeit arbeiten werde oder ob ich Anwalt werde, was auch immer, oder ob ich mich kreativ ausleben darf oder ob ich all meinen materialistischen Sünden entsage und komplett ohne jegliche Art von Materialismus lebe oder ob ich, keine Ahnung, was auch immer machen werde. Aber jetzt aktuell scheint das Ganze noch so weit entfernt, weil jetzt aktuell bin ich irgendwie gefangen in meinem Bild, wer ich sein muss, und davon möchte ich mich jetzt befreien. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Monaten hinbekomme, mich von diesen ganzen Ängsten und Gefängnissen, die ich mir selber im Kopf zusammenspinne, wie ein Labyrinth, was ich mir selber gebaut habe, wo der Weg nur so geht, wie ich ihn haben muss. Und wenn ich einmal in die falsche Richtung gehe, dann ist es in meinem Kopf so, als ob ich nie wieder rauskomme aus dem Labyrinth. So könnt ihr es euch bildlich vorstellen. Ich habe ein Labyrinth und da gibt es einen Weg, den ich gehen muss, um an mein Ziel zu kommen. Aber das Leben ist nun mal nicht einfach nur ein Weg, den du gehen kannst. Das sind tausende Ecken, Kanten, Ablenkungen, die dich überfallen. Natürlich, damit musst du rechnen. Das ist ganz normal. Und sobald eine davon kommt, eine Ablenkung, eine Kante, an der ich anecke, dann scheint für mich das Ziel unmöglich. In keiner Ebene möglich. Dann lande ich sehr schnell in eine Depression, in Ängste. Weil ich dann immer in meinem Kopf sage, nee, du kannst nie an dein Ziel kommen, wenn du nicht auf dem Weg bist, den du eigentlich gehen müsstest. Aber ich glaube, dass wir alle einfach nur, also ich glaube, dass das gar nicht stimmt. Ich komme vielleicht an ein anderes Ziel. Oder vielleicht komme ich auch an dasselbe Ziel, aber habe einen anderen Weg benutzt. Vielleicht war der Weg, den ich vorher benutzt habe, ja gar nicht der richtige. Woher soll ich überhaupt wissen, welcher der richtige Weg ist? Woher soll ich wissen, ob ich gerade aktuell im Moment das Richtige tue, was für mich vorbestimmt tue? Oder ob ich Dinge richtig mache, die richtig sind, nur weil sie für mich richtig scheinen. Für andere Menschen scheinen sie nicht richtig. Das ist alles eine Ansichtssache. Und somit kann ich sagen, wer bin ich? Ich bin der ich sein möchte. Jetzt gerade in dem Moment. Vielleicht möchte ich morgen Superman sein. Vielleicht möchte ich morgen der stärkste Mensch der Welt sein. Vielleicht möchte ich morgen aber auch der schnellste Mensch der Welt sein. Vielleicht möchte ich morgen einfach nur Basketball spielen gehen. Vielleicht möchte ich morgen mich im Kampfsport anmelden. Vielleicht möchte ich morgen ausschlafen. Und vielleicht möchte ich morgen diesen Podcast hochladen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin Samuel Lift. Das war die 10. Episode. Mir hat das wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich finde es unglaublich, wie schön es ist, wenn man das so einfach runterbrechen kann. So einen komischen, schwierigen Gedanken. Ja. Danke fürs Anhören und Zuschauen. Ich bin Samuel Lift. Out of Lifting, Freunde. Haut rein. Peace.